Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt auf meinem Kanal. Ein kleines Mini-Let's Play. Und zwar spielen wir für die nächsten paar Folgen Stories Untold. Und natürlich, na gut, kann man nichts ändern. Sonst, wir schauen am besten einfach gleich mal rein. Es ist ein Text-Adventure anscheinend. Aber ich habe gerade im Ladescreen eine Epilepsie-Warnung gesehen. Also bin ich mir nicht so ganz sicher, was ob es da auf uns noch zukommt. Aber ich fange einfach mal an mit dem ersten Kapitel, so wie es ausschaut. Mit The House Abandoned. Play. Schau mal. Stories Untold. Also das Intro sieht schon mal ganz geil aus, da freue ich mich jetzt drauf. Okay. Okay. Das ist ja geil. Boah, das ist ja geil. Hui. Okay. Gut, muss erstmal zurechtfinden. Also wir haben hier unseren Computer anscheinend. Ein Futuro, das ist ja 100. Könnte entweder eine 8 oder eine 0 sein. Wir spielen das auf einem Futuro. Ich denke, das ist eine 8, oder? Jetzt haben wir ein Futuro 128k und spielen gerade ein Text-Adventure. Oh Gott. Natürlich auf Englisch. War klar, natürlich, ja. You pull up to the driveway of the family holiday home and park the car. Also du fährst da gerade die Einfahrt hoch zum alten Familienferienhaus und parkst dein Auto. It's dark, but it's all as idyllic as you remember from all the time ago. You remember being told to look in the glove box before going in. Also, es ist dunkel, aber idyllisch, wie wir es, also wir haben es genauso in Erinnerung, als wir vor langer Zeit einmal hier waren. Und wir erinnern uns daran, dass wir in die Glove Box, was heißt Glove Box gerade nochmal? Das weiß ich zwar nicht, aber egal. Reinschauen sollen, bevor wir ins Haus reingehen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Okay, dann schauen wir mal. Look in. Das ist ja geil. Und jetzt sogar das Tippgeräusch, cool. Ah ja. It's closed, but appears to be unlocked. Okay. Ups. Fuck. Ah, ein Schlüssel und eine Nachricht von unserem Vater. Okay. Aus dem Auto raus. Oh. Gott, scheiße. Fängt das schon mal gut an. Go. Gleich go to Haus. Ich schau mal, look at note. Vielleicht von da. Ah ja, gut. Ah, die ist also von unserem Vater und da steht drin. Hi son, hope you enjoy your break. I'll need to fire up the generator around back to get power and lights on. Also found something in the attic for you. It's in your room. Enjoy. Ah. Also die Nachricht ist von unserem Vater und hier steht drin, dass er uns, wünscht, dass wir unsere Pause genießen und wir müssen jetzt den Generator starten, damit wir Strom und Licht haben.
Und irgendetwas hat er noch in im Schuppen gefunden, keine Ahnung. Und das steht jetzt in unserem Zimmer. Okay. Press Enter to continue. Okay, das ist irgendwie. Ich hatte es überspringen, leider. Okay. Gut. Was machen wir jetzt? Das gibt's noch nicht. Wie schreibt man das? Fängt ja schon mal gut an, ne? I'm sorry, I don't understand. Vielleicht einfach nur Park. K? Nee. Wir haben sie schon geparkt. Oh Gott, das Willen. Wie schreiben wir das jetzt? Ach, get out. Wenn man get out of the car. Ah, jetzt hat, okay. Wir steigen aus. Das ist groß und sitzt perfekt zwischen den Bäumen. Okay, vor uns ist eine Tür und der Hof geht komplett ums Haus herum. Okay. Gucken. Nee, okay. Go to side of the hall. Genau. Okay. Ist übrigens mein erstes Text-Adventure, by the way. Also, es kann sein, dass ich mich ziemlich blöd anstelle. Haben wir ja gerade auch gesehen. Okay. Okay. Wir haben keinen Strom. Okay, so, das wieder. Wir können anscheinend nicht überspringen, leider. Das ist ein bisschen doof. Gut. Wir schauen mal herum. Der Hof sieht gut aus. Und wir waren eine lange, lange Zeit hier mit unserer Familie auf in den Ferien. Gute Erinnerungen sind damit verbunden. Was weiß ich, keine Ahnung. Go to. Ja, habe ich geschrieben gerade, kann es sein. Okay. Das gibt's nicht. Look around. Ah, das ist der Generator. Okay. Gut. Go to Generator. Habe ich schon wieder verschrieben? Das gibt's ja nicht, Mann. Go to Generator. Zack. Okay. Turn on. Ah gut, perfekt. Ist mir noch dunkel und wir gehen wieder zurück. So, jetzt schon wieder davor vom wunderschönen Haus, das sehr groß ist und perfekt zwischen den Bäumen liegt. Und go, erstmal kurz. Open door. Okay, you enter the house to the hallway. It's dark and you can't see anything. You feel a light switch next to the door, however. So, machen wir mal das Licht an. So, der Flur ist im hell erleuchtet und man kann von da aus in die Küche gehen und ins Wohnzimmer. Und es gehen Stufen nach oben, ins Obergeschoss. Ich schau mal in die Küche. So, mal gucken, was es da so gibt. Okay, die Küche ist sehr sauber und in gutem Zustand. Und da ist eine Tür zum Abstellraum. Aber es ist ja nur eine Küche. Wir gehen schon mal rein. Es lockt, okay.
Go in. Ah gut, okay, gut. Oh nein, gehen wir jetzt wieder ganz raus. Ah gut, ich dachte schon, ich dachte schon. Jetzt sind wir wieder im Flur. Jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. You step inside the living room. Spacious and comfortable living room. We spend a lot of good time in here playing board games with the family. Warm and inviting. Aha, also ein sehr großes und komfortables Wohnzimmer. Und wir haben sehr viel gute Zeit im Wohnzimmer verbracht, als wir Brettspiele mit unserer Familie gespielt haben. Warm und einladend, das ist doch schön. Das sind noch schöne Erinnerungen. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Und jetzt gehen wir mal nach oben. The stairwell landing. There's a bathroom and two bedrooms. Yours and your sister. Pictures adorn the walls. Images of happy times. Ah, oh, ist das schön. Also ist das quasi oben und da gibt es ein Badezimmer und zwei Schlafzimmer. Das von uns und von unserer Schwester. Und an den Wänden sind wunderschöne Bilder. Von glücklichen Zeiten. Wir gehen uns ins Badezimmer. Schauen uns jetzt mal ganz gründlich um. So. Oh. Okay, gut. Ist nicht viel drin, aber es sieht gut aus. Okay. The stairwell landing. There's a bathroom and two bedrooms. Bla 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 bla. Go in sisters. Bedroom. So, schauen wir mal da rein, was es da so Schönes gibt. Und es ist natürlich immer ganz zum Schluss, ist ja klar. Aha. Alles so schön. Also in perfektem Zustand, unberührt, seit wir das letzte Mal hier waren. Und Poster von ihren Helden und ihren eigenen Heldentaten sind als Deko an der Wand und ein paar Regale sind voll mit Trophäen und das Bett ist voll mit wirklich bunten Spielzeugen. Okay, ein wirklich nostalgischer Trip. Go back. So, sind wir ja da und jetzt gehen wir mal in unser Schlafzimmer. Mal gucken, was da drin ist. Go in my bedroom. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. It's a gift wrap box. Okay. Look at box. Hm? Open box. Oh je. You can't believe it. That... was? Unser Vater hat uns sogar einen Computer gefunden, ein... Futuro 128K plus... Ist es nicht unserer hier? Futuro 128K. Okay, wir gucken mal, ob das funktioniert. So. Hm? Was? Und eine Kopie von The House Abandon? Das Spiel, das wir gerade spielen? Also im Spiel finden wir den Computer, auf dem wir gerade spielen. Und auf diesem Computer im Spiel ist das Spiel, das wir gerade spielen. Verstehe ich das richtig? Okay. Oh, okay. Blickt da auch nicht. Tape-Loader und eine Kopie von The House Abandon. Gucken. Blickt da auch nicht. Vielleicht mal, turn on Computer. Hä, es gibt's ja nicht.
Okay. Liegt auch nicht. Was macht man jetzt? Gott. Vielleicht einfach mal. Na gut, aber mal. Das haben wir gerade schon gehabt. Oh Gott, das will. Was macht man jetzt? Was gibt's denn nicht? Vielleicht Turn on Turo. Oh Gott, deswegen, was machen wir jetzt? Können wir zurückgehen? Können wir. Okay. So, schauen wir mal zurück. Gucken, nee. Das gibt's ja nicht. Okay. Kann so einfach sein. Play. Game. Ah, jetzt hat. Huch, was? 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 Interactive Horror Adventure, jetzt verstehe ich das auch. Du Sch... Was? Zuerst waren wir froh, hier zu sein. Jetzt hassen wir es, hier zu sein. Schlüssel. Okay. Read note. We don't recognize the handwriting. It says get out, get out, get out, get out, get out. Was? Get out, get out, egal, get out, egal. What the fuck? Okay, wir treten gegen die Tür und fallen raus. Das Haus sieht verlassen aus. Ein Hof an der Seite, Holz knarzt im Wind und die ganzen glücklichen Erinnerungen sind weg von diesem... Was zum Geier? Es ist keine Liebe mehr hier. Klicken des Schlosses schmerzt im Ohr. Okay, the grass is overgrown and weeds crawl up the side of the house. It's not a nice place to be. You clutch and are needing to look around. What the fuck? Also es hat sich gerade komplett verändert. Früher war alles wunderschön hergerichtet, heute über alles total zugewachsen und Sträucher überall. Alter Generator, ja. Was?
Was? Warum ist gerade das Licht angegangen? Als wir den Generator gestartet haben. What the fuck? Was? Ist da jemand? What the fuck? Pitch black, but the senses are punished. More by the smell. Stale air and damp. This could not be less inviting. The note burns in your hands. You feel compelled to read it over and over. Also die Notiz brennt in unseren Händen. Okay, schauen wir uns mal sehen. The lights flicker on and off. The walls are falling apart after year. Moment mal. Boah, Alter! Alter! What the fuck? Irgendjemand ist im Haus. Das sind wir hier. Wir sind im Haus. Boah, scheiß drauf. Die Notiz fühlt sich widerlich an. Was passiert da? Und warum sind... Warum ist das hier so kaputt? Und warum flackert das nicht? Und warum steht hier 9999? Geil. Wir schauen uns erstmal wieder kurz um. Schau mal in die Küche rein. Stinkt und sieht total nicht einladend aus. Das Geschirr ist verrostetes Metall. Und there's a carcass on the table. Was doch mal das ist. There's a writing on the wall. In the utility room there's a red X painted on it. Blood. The number 1968. 86 is smeared across the wall. 1986, okay. Look. Schauen wir mal, ob wir da rein können. Es fühlt sich an wie die Notiz. Okay. Okay. Noch nicht? Okay. Dann gehen wir jetzt zurück. Das hier ist auch 1986. Was passiert hier bitte? Ja, ja. Schau mal ins Wohnzimmer rein. Kein wunderschöner Platz, ist nicht schön hier zu sein. Ja, das stimmt, es ist wirklich nicht schön hier zu sein. Alles ist irgendwie, das Haus ist komplett runtergekommen. Wir gehen nochmal zurück und gehen dann nach oben. What the fuck? Warum they? Ist denn noch... Es sind da mehrere Personen im Haus, kann ja gar nicht sein. Wir sind nur der Einzige. Und der Typ, der da oben ist. Ja. Alter. Hab das gerade gehört im Hintergrund? Oh. Mal rangehen. Äh.
Mann! Mal gucken, was streamt. Ey, was heißt denn Appname auf Englisch? What the fuck? Wie schreibt man das jetzt? Das gibt's ja nicht. Fuck. Moment mal, ich muss über das nachgucken. Sekunde mal. Schreibt man denn das? Gucken, ob das stimmt, was Google da so sagt. Nee. Alter Vater. Was heißt denn den Hörer abnehmen? Pick up the phone. Okay. Alter, Erleichterung. Ja, das stimmt. Sim but differ.end. The landing is access to your sister's room. Your room and the bathroom. Alter! Vater! Jetzt mal meinen Timer herholen. Fühlt sich widerlich an. Jede Oberfläche ist in einer öligen Substanz eingeschmiert. Oh Gott. It's disgusting grime and dead bugs. The taps von Butch. Überall tote Käfer im Waschbecken, ist auch schön. Alter, Finne. Jennifer. Aha. Oh, kann es sein, dass das der... Entweder 9999 oder der hier. Ich gebe einfach mal 1986 ein. Warte mal. Was schreibe ich da für einen Scheiß gerade? Also ich bin total nervös gerade, Mann. Nein, ich bin nicht... Someone is in the house. There should not be here. Ja, ich weiß. Living room adjacent? Was? And the stairs leading up. Ja, wir gehen immer hoch. Aha. Da war ein Fehler drin, da waren keine Geräusche. Mhm. Das ist von unserer Familie. Und die Augen sind... War das vorher schon so? Die sind mich jetzt auch alle durchgestrichen. Hä? Kommt man hier jetzt weiter?
bolted shut with a 4-digit combination lock. Hä? The door is bolted shut with a 4-digit combination lock. Also wir haben ein Vorhängeschloss vorne dran. Gleich grab lock. Nee. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Hä? Das wurde schon über 4-digit Combination Lock. Nicht, was könnte man denn da eingeben? Boah, ich habe gerade keine Ahnung, was ich da eingeben soll. This room, your room and the bathroom. Pictures are all over the wall, but something is different about it. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, was habe ich schon so oft probiert? Ich verstehe es gerade nicht, ehrlich gesagt. Ah! Perfekt! Geht doch! The key in width's heavy, the note heavier, you grab the lock and... Ah, genau! Ich rufe mal 9999. Oh. Ja, den habe ich schon gefunden, das ist wahrscheinlich dort 1986. Was? 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 Da hast du gerade... Fuck. And sits in front of a computer screen. Alter, das ist Hartmann. Alter. Struggle out of hell. Everything you say, I say. Everything you are, I am. A feeling of hope, of hopelessness. Regroup on a note. Press enter to continue. Kann ich mich vielleicht umdrehen? Eigentlich, nee, ich will mich gar nicht. You shouldn't be here. I shouldn't be here. I'm sorry, Jennifer. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Dad. You haven't erased... You haunt every step I take, even in this place. It was out of my hands, but still you punish me. I can be with you now. What the fuck? This has to end now.
What the fuck, ey? Ich schau mal hin. Also. Was? Ja, sind wir schon gerade. Ich rufe mal an. Do it. Vielleicht mal. Das hat man gerade schon wieder. Das könnte man machen. Keine Ahnung. Nee, funzt auch nicht. Vielleicht end it. Oh. Was? Nein. Das war nicht mein Fehler. Oh, please stop. Okay, geht nicht. Was mal vor. Na gut, ich sag's. Ja gut, es war mein Fehler. Hä? Hä? Nicht, hä? Was soll das? Verstehe jetzt aber nicht. Vielleicht so? Alter, das Admin. Finally. Was? Was? What the fuck? Alter. Boah, was? Alter Vater. Boah, war das krass. Boah. Okay, das ist krass, das Spiel. Boah, voll geil. Das war doch nur ein Text-Adventure, habe ich gedacht. Ich wundere mich, was Retum ist, da kommt sowas. Boah, wie krass. Okay, auf jeden Fall schauen wir uns die anderen... Die anderen Kapitel müssen wir uns auf jeden Fall anschauen.
Das nächste gleich morgen. Ich weiß gar nicht jetzt, wie ich mich verabschieden soll. Ich sag einfach, ciao, bis morgen dann, ne? Ciao. What the fuck?